Und dann werden die Engel die Gläubigen rufen und begleiten. Sie werden zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. In einem Hadith heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Gläubigen sagen wird, kommt näher. Er subhanahu wa ta'ala wird sagen, mein Diener, komm näher. Dieser Diener kommt näher und näher und näher, bis er letztendlich vollkommen in Allahs Licht gehüllt ist. لا تغب عني ولا يوم يا حبيبي. Zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Vorhang. Eine besondere Art von Vorhang. Kein Engel kann sehen oder hören, was zwischen Allah und dem Diener vor sich geht. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu ihm. Wir wissen aus Koran und Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Aber wir wissen nicht annähernd, wie er spricht. Nichts ist ihm gleich und er hört und sieht alles. Genau wie er hört und sieht, spricht er subhanahu wa ta'ala. Wie er hört, wie er sieht oder wie er spricht, können wir Menschen aber nie wissen. Seine Art und Weise ist erhaben und wir müssen das so akzeptieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, mein Diener, schau dir deine Taten an. Der Diener sieht Sünden und Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn, wusstest du nicht, dass das eine Sünde ist und ich dich sehen kann, obwohl du es geheim gehalten hast? Wusstest du nicht, dass der heutige Tag kommen wird? Wusstest du nicht, dass ich dich befragen werde? Wusstest du nicht? Und der Diener wird sagen, ich wusste es ja. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn daraufhin fragen, warum hast du es dann getan? Der Diener wird sagen, ja Allah, es ist einfacher für mich, wenn du mir die Strafe der Hölle auferlegst, anstatt mich durch die Scham hier zu peinigen. Der Diener schaut auf die nächste Tat und sieht wieder eine Sünde. Schlimmer als die andere und es passiert wieder das Gleiche. Dann schaut er weiter und es tauchen noch schlimmere Sünden auf. Dieser arme Gläubige sitzt dort und sagt, ja Rab, ich werde in die Hölle gehen. Meine Taten wurden nicht akzeptiert. Ich habe all diese Sünden begangen, deswegen sind meine guten Taten heute ungültig. Und wenn er sicher ist, in der Hölle zu enden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, mein Diener, du hast die Sünde im vorigen Leben geheim gehalten. Warum hast du sie geheim gehalten? Weil ich mich geschämt habe für diese Sünde, ja. Weil ich mich geschämt habe. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, siehst du nicht, dass ich all dies in deinem vorigen Leben geheim gehalten habe? Ich habe dich nicht bloßgestellt und das war Teil meiner Barmherzigkeit. Und ich werde es heute auch geheim halten und dich nicht bloßstellen. In einem anderen Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen, du kanntest einen Fehler deines Bruders, aber du hast ihn nicht bloßgestellt. So werde ich dich heute auch nicht bloßstellen. Der Diener schaut auf seine Taten und sieht die erste gute Tat. Er schaut weiter und sieht eine bessere und das geht so weiter, bis er sich zu seinen Sünden umdreht, doch die sind verschwunden. Die Sünden sind weg und nicht mal die Engel wissen, dass diese weggewischt wurden. Die Sünden werden vergessen werden. لا تغب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شافك كل يوم يا حبيبي.